Welleneffekt, Substantiv, ausbreitende Auswirkung eines Ereignisses oder einer Aktion. Jede Entscheidung, die du triffst, verändert die Zukunft. Manche haben Auswirkungen auf die Beziehung von Personen. Andere schlagen Wellen, die alles verändern. Wähle weise. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Hidden Agenda. Sechs Wochen danach. An alle in der Nähe von 535 Mika, 1031. Mögliche Geiselnahme. Extreme Vorsicht bitte. Täterbeschreibung passt zum Trapper. Oh, und da beginnt auch schon unser Fall. Mit Officer Becky Marnie. Bist du bereit? Natürlich. Alles easy. Wie im Lehrbuch. Wie ist der Plan? Stimmt für eine Entscheidung, indem ihr euren Zeiger in das Feld bewegt. Und jetzt drücke ich mal ganz kurz Pause. Der Sarazar hat das Spiel pausiert. Der heißt hier so, weil irgendwie nicht genug Zeichen am Start sind. Aber ich werde jetzt mal ganz kurz auch meine Webcam hinzufügen und Hallöchen sagen. Die schalte ich gleich wieder aus. Nicht wundern, weil ich finde, die trübt, glaube ich, bei diesem Spiel an der Atmosphäre. Und Hidden Agenda ist ein ganz besonderer Titel für die PlayStation, denn er wird über Entscheidungen gesteuert. Es ist quasi wieder ein interaktiver Film und den könnt ihr auch mit mehreren Leuten spielen. Ich spiele das Ganze jetzt erstmal alleine und zwar mit dem Telefon. Da treffe ich meine Entscheidung halt kombiniert mit der PlayStation. Da ist das Ganze mit verbunden und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein riesen Thriller-Spaß. Soll ein bisschen so Krimi sein und Pipapo. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden. Ich will euch jetzt gar nicht lange weiter auf die Folter spannen. Wir treffen jetzt schon mal die ersten Entscheidungen und ich verabschiede mich hier mit der Webcam wieder und wir legen los mit Hidden Agenda. So, und dann erstmal die Pause hier beenden wieder, der Sarazar. So, und jetzt können wir hier entscheiden, wie wir vorgehen. Sehen wir uns um oder gehen wir direkt vorne rein? Und ich würde sagen, wir sehen uns erstmal. Schön langsam. Sehen wir uns um. Ja, Vorsicht, ne? Ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man ja so schön. Getrennt? Ich werde die Hintertür nehmen. Ich die Fenster. Schleichmodus. Sehen uns drin. Das ganze Ereignis spielt im November. Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Na, dann wollen wir mal. Das kriegen wir doch hin. Und wie gesagt, das kann man dann auch mit mehreren spielen und die entscheiden dann mit uns gemeinsam. Und jetzt sollen wir aufs Ziel ganz schnell, um nicht über den Stolperdraht zu fallen. Schnelle Finger. Oh. Partner suchen oder untersuchen? Da hat jemand geschrien. Ja, laute Musik. Was geht hier vor, Freunde? Tom! Vorsichtig.
Er ist hier drin. Tom, er ist hier drin. Da ist der Verdächtige drin. Das ist so ein Typ, der irgendwelche Frauen fesselt. Und ich glaube, das sind keine einvernehmlichen Sexspiele oder so. Halt! Der kriegt jetzt auf den Sack. Hände hoch, los! Bewegt euren Zeiger zum Schießen auf das Ziel. Denkt nach, bevor ihr schießt. Ihr müsst das Feuer nicht eröffnen. Ich weiß nicht, ob wir den erschießen sollten. Vielleicht erstmal nach Polizeiarbeit sollte man nicht direkt draufschießen, aber der hat eine Pistole da vorne. Hände hinter den Kopf, nicht bewegen! Wenn ihr die greift, schießen wir. Wir schießen nicht. Obwohl der zappelt. Der zappelt. Fieser Typ. Und wie gesagt, das entscheidet man dann... Oh! Im Multiplayer mit mehreren Leuten. Alle vor dem Fernseher gemeinsam. Mit ihren Handys. Ich werde schießen. Nicht schießen! Hey! Reiz mich bloß nicht, Arschloch! Ich werde ihr nichts tun! Bitte hilf mir, bitte hol mich hier raus! Ich meine, verdient er das wahrscheinlich. Hände hoch! Hände hoch! Ich sag's nicht nochmal! Okay, wir müssen das Mädchen lösen. Es ist zwecklos. Es ist vorbei. Ein Schicksalsmoment aktualisiert. Was hat der vor? Er bewegt sich runter. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, kann das hier einen ganz anderen Ausgang kriegen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass auch das Aquarium zerstört werden kann. In einem Trailer. Und dann hier Elektroschock-Situation heraufbeschworen wird. Heute Abend fand die Jagd auf den Trapper ein Ende. Polizisten des 3. Distrikts verhafteten den Hauptverdächtigen, Jonathan Finn. Finn wurde im Zusammenhang mit einer Reihe abscheulicher Morde, die die Stadt erschütterten und die Leben von Polizeieinsatzkräften forderten, gesucht. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Der Trapper wurde arrested. Und das haben wir ganz gut gemeistert. Meine Damen und Herren, der Angeklagte Jonathan Finn ist schuldig. Es gibt keinen Zweifel. Sie müssen jetzt nur noch über seine Strafe bestimmen. Dieser Mann, der sogenannte Trapper Killer, hat unsere Gemeinde mit einer brutalen Mordserie terrorisiert. Er hat seine Opfer mit Fallen präpariert, sodass mutige Polizisten selbst zu Opfern wurden. Diese unschuldigen Menschen wurden ohne besonderen Grund zu Figuren in Jonathan Finns krankem Spiel. Jonathan Finn hat gestanden, und zwar jedes einzelne dieser Verbrechen. Ich bitte das Gericht darum, Jonathan Finns freiwilliges Geständnis zu berücksichtigen. Er hat den Familien der Opfer ein langes Verfahren erspart und durch diese Tat einen Funken Reue demonstriert. Daher empfehle ich, im Fall von Jonathan Finn von der Todesstrafe abzusehen und stattdessen ihn zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung zu verurteilen. Danke. Jonathan Finn, Ihre Verbrechen waren derart abscheulich, dass das Gericht keine andere Möglichkeit als die Todesstrafe durch Giftspritze sieht. Verhandlung geschlossen. Die Todesstrafe also. Hidden Agenda, und da sieht man schon, der erste Eindruck, ganz anderes Gameplay, ganz anderes Spiel, und ich glaube, als Let's Play auch sehr interessant. Am 22. November geht's los. Tippt auf das Logbuch-Symbol in der App, um den Handlungsverlauf, Charakterbiografien und entscheidende Momente, die die Geschichte beeinflussen, anzusehen. 5 Jahre danach. Ich bin Ray Weaver und ihr hört The Crawl. Beginnen wir den Abend mit unserem hauseigenen Schurken, Johnny Finn, der Trapper. Der Penner sitzt jetzt schon seit 5 Jahren in der Todeszelle. Ihm bleiben nur noch 48 Stunden auf unserem blauen Planeten, also dachte ich mir, hey, kanntet ihr eines der Opfer? Die Leitungen sind offen. Anrufer 1, bitte. Hallo, also, ja, ich meine, meiner Meinung nach können Sie den Wichser gar nicht genug anheizen, oder? Oh, als Kind hat er wohl Schlimmes erlebt, aber das ist kein Grund, sich an unseren Jungs hier zu vergreifen. Ja, ich verstehe dich. Aber unsere Cops haben auch nicht gerade den besten Ruf, nicht wahr? Diese Mani zum Beispiel. Beförderung ins Morddezernat, Medaille und das alles. Mani ist ganz oben und dann stellt sich heraus, dass sie jede Menge Dreck am Stecken hat. Manipulierte Beweise, schlechte Führung, wer weiß was noch? Verdammt, man weiß eben nie, wer zu den Guten gehört. Police Department. Ja, sie ist aufgestiegen offensichtlich, unsere Heldin hier im Spiel.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht und was das Game alles so drauf hat. Wird auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, auch im Multiplayer mit Freunden könnte ich mir das auch gut vorstellen. Können wir ja nochmal eine Session machen, wenn ihr Bock drauf habt. Vielleicht auch in den nächsten Folgen direkt mal hier mit dem Kumpel sitzen oder so. Guten Morgen zusammen. Zwei neue Unbekannte am Wochenende. Wir sammeln rote Namen auf dem Brett. Und ich muss sagen, ungelöste Fälle dienen nicht gerade dem Ruf, den wir uns hier aufgebaut haben. Setzen Sie Marnie, die Magierin, darauf an. Sie ist gut darin, Sachen verschwinden Blödes zu lassen. Arschloch. Detective Calvary. Ich überhöre das einfach. Wegtreten. Ja, Detective sind wir jetzt. Offensichtlich nicht so beliebt. Hey, Becky. Ignoriere ihn. Calvary? Er hat dich nur gemeldet, weil du gute Arbeit machst. Wie schön, dass meine Erfolge sich auszahlen. Alles okay? Ah, was sind wir denn? Der Typ ist ein Arsch oder nicht wirklich? Ach, der Typ ist ein Arsch, komm. Es ginge mir besser, wenn Calvary von einem sehr hohen Dach springen würde. Versprich mir, dass du ihn in Ruhe lässt. Gib der Revision kein Futter. Bis die Ermittlung durch ist. Wir machen es lieber beherrscht. Wir wollen ihn ja nicht beunruhigen. Ich habe im Handy jetzt hier übrigens noch so ein Logbuch mit ganz vielen Informationen. Ja, danke. Wenn ich das nur glauben könnte. Detective Marnie? Kommen Sie kurz rein? Hier gibt's halt jede Menge Informationen und hier sind nochmal die Charaktere aufgelistet, halt hier in diesem Logbuch. Ich zeig's mal ganz kurz rein. Hier. Hören Sie, Marnie. Ich sollte nicht zu laufenden internen Ermittlungen sagen, aber es beeinflusst meinen besten Detective. Tut mir leid, Sir. Hey, nicht entschuldigen. Sind ein guter Cop. Ich bin mir sicher, dass Sie den Tatort nicht absichtlich beeinträchtigten. Die Fakten werden das zeigen. Danke, dass Sie an mich glauben, Sir. Manchmal scheint es, als hätten wir keine Wahl, aber die haben Sie. Verstanden? Ja, natürlich. Ich will es glauben. Aber der Trapper wird in 48 Stunden hingerichtet. Es ist schwer, dafür verantwortlich zu sein. Bleiben Sie dran. Ich freue mich auf seine Hinrichtung. Nee, es raubt mir den Schlaf. Finn sollte besser jetzt als gleich sterben. Da würden viele zustimmen. Ich auch. Ich schätze, keiner davon freut sich so sehr auf eine erholsame Nacht, wie ich es tue. Dass er immer noch atmet, raubt mir den Schlaf. Sehr schön. Das raubt uns noch nicht den Schlaf. Nachricht erhalten. Bin unterwegs zu deinem Klienten. Tut mir leid, dass ich nicht da bin. Ich freue mich nicht drauf, Finn ohne seine Anwältin zu treffen. Ich weiß. Danke, dass du so schnell zu ihm gehst. Er hat nicht mehr viel Zeit, oder? Nein, hat er nicht. Sollte ich irgendwas wissen? Er kann eine ziemlich harte Nuss sein. Strategie ist alles. Super. Irgendwelche Tipps? Sprich mit ihm über Adam Jones. Wer ist Adam Jones? Lass ihn es erzählen. Hast du einen Plan? Wir sind optimistisch. Ich krieg schon, was ich brauche. Ich melde mich. Ich finde die Grafik auch extrem cool. Ihre Anwältin sagt, Sie wollen mir etwas mitteilen. Sie haben 5 Minuten. Beim kleinsten Mist bin ich weg. Miss Graves, ich habe niemanden getötet. Früher gab ich Gott die Schuld für alles. Für Las Palmas? Das Waisenhaus? Wir waren bloß Kinder. Wir vertrauten ihnen. Aber ich habe ihnen vergeben. Gott lehrt uns, zu vergeben. Sie können ihren Schänder nicht vergeben, wenn sie sie umgebracht haben. So funktioniert das leider nicht. Ich habe niemanden getötet! Finn, ganz ruhig. Ruhig? Ich werde sterben, verdammt! Und niemand wird die Wahrheit kennen. Welche Wahrheit? Was meinen Sie? Ich werde als Lügner sterben. Als dreckiger kleiner Lügner. Wahrheit über was? Das Geständnis, die Morde, einfach alles! Oh, also haben Sie sie nicht umgebracht? Den Kaplan, den Pfleger, wer denn dann? Die Zeit ist um. War es Adam Jones? Ja, mach mal eine frustrierte Antwort. Adam Jones? Adam war mein Freund im Waisenhaus. Bei allem, was wir durchgemacht haben, wer will's ihm verdenken? Also er soll sie nicht getötet haben. Er soll kein Killer sein. Aber Adam soll nicht existieren? Oder wir sind neugierig und machen, ich höre. Ah, schwierig.
Komm, wir sind neugierig. Bin ganz Ohr. Ich brauche aber noch mehr Infos. Adam und ich, wir haben viel durchgemacht. Schweiß zusammen. Adam lief weg. Ich nahm Drogen. Nachdem ich daraus war, war ich nur noch high. Ein paar Jahre später, vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß das schon, fand Adam mich irgendwie im Internet. Er hat geschrieben und den alten Scheiß aus dem Waisenhaus aufgewühlt. Er meinte, er wüsste, wie wir uns rächen könnten. Also machten wir einen Deal. Ich gestehe alles, er wird nicht verdächtigt. Ich gehe ein paar Monate in den Knast und dann zack. Trapper schlägt wieder zu. Und ich weiß nicht, ich war ja hier. Macht Sinn, oder? Wie praktisch. Praktisch? Praktisch war, dass Vater Rominski ein Waisenhaus führte. Ein Fuchs im Hühnerstall. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Das Spielzimmer. So nannte er es aber. Ich glaube, er war der Einzige, der da drin Spaß hatte. Wurde es nicht entdeckt? Nein. Sie können es sich selbst ansehen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Waisenhaus noch steht. Und wo ist er? Adam, jetzt? Keine Ahnung. Und wie finden wir ihn? Einen Anhaltspunkt? Ich wüsste wo. Wo? Es ist nicht, eine Karte zeichnen wäre besser. Das ist gefährlich. Bekomme ich eine Schatzkarte? Okay, wenn wir dem jetzt den Stift geben, könnte das in Gefahr. Wir müssen es probieren. Komm, wir können sein Vertrauen gewinnen. Oh oh, die Wächter werden abgezogen. Nicht gerade praktisch in diesem Moment. Da wird sich doch den Stift krallen, 100 pro. Hey, was ist denn los? Pfefferspray nehmen? Keine schlechte Idee. Scheiße, der ist frei, Mann. Ich war ein Fehler von mir. Okay. Was ist das für ein verdammter... Code 6! Code 6! Hey! Hey! Ruhig! Hey! Hey, ganz ruhig. Reg dich ab. Er hat uns nichts getan, aber wir wissen, er hat eine Frau gefesselt. Das wissen wir auf jeden Fall, ob der die Morde wirklich begangen hat. Was glaubst du denn? Ich habe Infos zu Adam Jones. Er war in Las Palmas mit meinem Klienten, aber ist bei dem verheerenden Brand gestorben. Lana, dein Klient hat eben versucht, mich anzugreifen, okay? Er ist gefährlich. Wenn du ihn hier rausholen willst, wird das nicht klappen. Niemals. Oh mein Gott, das tut mir leid. Bist du okay? Ja. Aber... darum geht es mir nicht. Was soll ich dann hier? Wenn du dem Richter von Adam Jones erzählst, entlässt er Finn vielleicht kurzzeitig, damit er den Cops bei der Suche hilft. Lana, es ist zu spät. Könnte eine Berufung bringen. Wir zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Adam Jones wirft Zweifel auf Felicity. Ich wollte das Todesurteil nicht, aber das wird nicht reichen, um die Vollstreckung zu stoppen. Finn ist kein guter Mensch. Aber er ist nicht der Trapper. Und wenn er stirbt, läuft der Trapper weiter frei rum. Na, wir fragen wir den Richter. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ja, du hast recht. Ich gehe zu Richter Vanstone. Dann sehen wir weiter. Danke, Felicity. Dank mir noch nicht. Er ist vielleicht wirklich nur ein schlechter Mensch, aber nicht der Mörder. Und den müssen wir dann trotzdem noch finden. Vielleicht kriegen wir von ihm ja Informationen. Danke, dass Sie so schnell Zeit für mich haben. Miss Patty hat mich bereits über die Sache mit Adam Jones informiert. Ja, Sir. Ich war gerade bei Mr. Finn. Tja, nach meiner Erfahrung braucht nur die Lüge die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Sir? Glauben Sie seine Story? Es ergibt Sinn. Ich habe Zweifel. Zweifel haben wir natürlich, aber wahrscheinlich besser hier zu sagen, dass es Sinn ergibt, damit der Richter nachgibt und uns die Informationen zukommen lässt. Der Zeitpunkt kommt ihm gelegen, aber... ich glaube, er sagt die Wahrheit. Oder zumindest eine Version davon. Es ergibt Sinn. Sprach schon jemand mit Jones? Er wird seit Jahren für tot gehalten. Etwas weit hergeholt, nicht wahr? Selbst wenn Jones existiert, wie können Sie sicher sein, dass Finn ihn ausspürt? Wir sind doch immer optimistisch, oder?
Wir werden es nicht erfahren, wenn wir es nicht versuchen. Ich glaube, er kann uns helfen. Ich kenne die Wahrheit nicht, aber mit etwas mehr Zeit können wir sie herausfinden. Und dazu wollen Sie einen verurteilten Serienmörder einfach freilassen? Nur so lange, bis die Polizei Adam Jones hat. Sie stecken voller Überraschungen, Miss Graves. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Ja, wir sind natürlich zuversichtlich. Ich denke, er kann uns helfen. Wenn Sie Finn einen einzigen Tag unter Bewachung rauslassen, können wir vielleicht einen unschuldigen Mann vor der Hinrichtung bewahren. Okay. Gut, Miss Graves. Ich gewähre Jonathan Finn vorübergehende Entlassung in Gewahrsam. Aber nur für 3 Stunden. Danke. Hey, Lana, du wirst es nicht glauben. Er hat zugestimmt? Ich bin selbst total überrascht. Wow. Gute Arbeit, Felicity. Nenn mich nicht so. Ich gehe zum Morddezernat und sage Bescheid. Gute Idee. Und Felicity? Danke. Dank mir nicht zu früh. Dank mir nicht zu früh. Gut geredet. Gut gesprochen. Und wir haben ein Ass im Ärmel. Es war scheinbar gar nicht so schlecht, wie wir jetzt hier die Situation durchgezogen haben. Morddezernat. 13.47 Uhr. Noch 43 Stunden bis zu Finns Hinrichtung. Unfassbar. An Finns Fall gab es rein gar nichts zu rütteln. Er hatte eine Geisel, verdammt nochmal. Da müssen Sie dem Richter ja wirklich eine schöne Story aufgetischt haben. Es tut mir leid, aber wir wollen doch alle das Gleiche. Ein Mann wird hingerichtet und es muss sicher sein, dass er es verdient. Oh, Jonathan Finn verdient es. Da bin ich mir sicher. Wer nochmal genau war Adam Jones? Spielte er je eine Rolle in den Ermittlungen? Ja, es gab einen Adam Jones im Waisenhaus. Aber wissen Sie was? Das arme Schwein ist in dem großen Feuer damals umgekommen. Und damit endet die Geschichte. Finn hat ein unglaubliches Timing. Denken Sie nicht, er lügt? Vielleicht ist er auch mit einer multiplen Persönlichkeit behaftet oder so und denkt, er wäre Adam Jones oder was weiß ich was. Aber wenn er natürlich der Mörder ist, sollten wir da... Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht. Der Richter will klare Beweise, Hieb- und Stichfeste. Er stimmt einer vorübergehenden Entlassung in Polizeigewahrsam zu, wegen Adam Jones. Finn hat mir gesagt, dass Rominski ein Geheimzimmer im Waisenhaus hatte. Er nannte es Spielzimmer. Es war für seine außerschulischen Aktivitäten gedacht. Wissen Sie davon? Sowas würde ich nicht vergessen. Stand nicht im Bericht. Ich frage mich, Mr. Hillary, also fanden Sie bei der Untersuchung der Opfer des Trappers irgendetwas, das vielleicht auf einen anderen Verdächtigen hinweisen könnte? Puh, das ist 5 Jahre her. Ich glaube nicht. Also kam kein Verdächtiger in Frage außer Finn? Ich erinnere mich nur, eine Teilanalyse der Beweise eingereicht zu haben. Da Mr. Finn gestand, der Fall schien erledigt. Es gibt also nicht untersuchte Beweise? Ja schon, kleine Spuren. Haben Sie Zugriff auf die Daten? Jetzt reicht's mir aber wirklich. Allein die Idee, diesen Mistkerl aus seiner Zelle zu lassen, ist absurd. Finn hatte ein Motiv. Er ging durch die Hölle in Las Palmas. Er hasste die Polizei. Seine Haare waren an einem der Tatorte. Am Campingplatz, richtig? Das war die Sozialarbeiterin? Und, Detective Marnie, was ist denn dieser Nacht nochmal genau geschehen? Ist ganz einfach. 2 Worte. Verpasste Gelegenheit. Wir hätten Finn an Ort und Stelle schnappen können. Wir sind beherrscht. Definitiv. Meine Frage galt aber Detective Marnie, wenn das okay ist. Oh, klar. Catherine Hope war Sozialarbeiterin im Waisenhaus von Las Palmas. Wir wussten nicht, dass Finn sie hatte. Wir hatten einen 10-8 auf dem Hawkhaven Campingplatz an der Autobahn. Ein laufender Einbruch. Ich war am nächsten dran, also bin ich alleine hin. Hätte eigentlich ein Kinderspiel sein sollen. Aber in dieser Nacht waren alle nervös, weil der Trapper wütete. Und jeder hätte der Nächste sein können. 5 Jahre zuvor. 3 Wochen vor Finns Festnahme. Alles dreht sich um diesen Mordfall rund um Finn, ob er es wirklich war. Und wer ist dieser Adam? Spannend. Und
wie gesagt, wenn ihr kein Video hier verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal völlig kostenlos abonnieren. Und dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Denn ich würde sagen, ab dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Und schaut doch mal am Channel vorbei, da gibt es noch viele weitere Videos zu diesem Game und zu vielen weiteren. Und vor Abschluss noch die Frage, würdet ihr den Wohnwagen betreten oder erst das Gebiet absuchen? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.